Es ist ein wichtiger Schritt in Richtung zukunftstaugliches Stadion. Gestern Abend stimmte der Nürnberger Stadtrat mit großer Mehrheit dafür, dass an den Planungen für den Generalumbau des Max-Morlock-Stadions weitergearbeitet werden soll. Wir haben uns für die Variante groß entschieden, also 50.000 Plätze im Ligaspielbetrieb, rund 40.000 im internationalen Spielbetrieb. Das ist ein wichtiger Grundstein für die weiteren Planungen. Und darüber hinaus hat uns der Stadtrat die Freigabe gegeben, dass wir weiter planen können, Grundlagen erarbeiten können, damit wir letztendlich auch wissen, wo kann die Reise letztendlich hingehen. Das wollten auch viele Zuschauer auf der Besuchertribüne wissen. Einige Clubfans störten die Sitzung gleich zu Beginn mit einer Papierfliegeraktion und wurden vom Oberbürgermeister des Saales verwiesen. Es folgte eine rege Diskussion der Stadtratsmitglieder über die Umbaupläne. Ich bin froh, dass wir so lebhaft, so leidenschaftlich diskutiert haben, weil in der Tat viele Fragen offen sind. Es gibt viele Themen, die müssen jetzt letztendlich erarbeitet werden. Und dafür trägt der Beschluss nämlich, dass wir die Grundlagen dafür haben. Also ich sage nicht, dass die Messe gelesen ist. Ich sage, dass wir auf einem guten Weg sind, nicht mehr und nicht weniger. Die Machbarkeitsstudie sieht vor, dass beim Umbau lediglich der achteckige Grundriss des Stadions erhalten bleibt. Die Leichtathletiklaufbahn soll weg, die Ränge können dadurch näher ans Spielfeld rücken und es sollen mehr Stehplätze entstehen. Im Umfeld des Stadions kann man sich eine kleine Leichtathletikarena, einen Biergarten und öffentliche Toilettenanlagen vorstellen. So sieht die sogenannte große Lösung aus, die mit fast 300 Millionen Euro auch die teuerste ist. Wir gehen schon davon aus, dass die Wirtschaftlichkeit tatsächlich darstellbar ist. Die Kosten auf der einen Seite, aber die Einnahmen, die deutlich höher werden, auf der anderen Seite. Also alle Gutachten, das haben nicht wir erarbeitet, sondern ein Gutachter sagt uns, wir können das Stadion wirtschaftlich betreiben. Konkret bedeutet das, die Stadt und der 1. FC Nürnberg als Hauptnutzer beteiligen sich mit je 30 Millionen Euro am Umbau. Für den großen Rest müssen Kredite aufgenommen werden, die durch die Einnahmen aus der Vermarktung des Stadions zurückbezahlt werden sollen. Ein passendes Finanzierungsmodell wird wohl auch für den Baubeschluss eine wichtige Rolle spielen. Dieses Ziel ist aber noch nicht in Sicht. Eine Abstimmung darüber hat der Stadtrat voraussichtlich erst Ende 2025 auf der Agenda.